Gelände ist ein Bündnis, das massenhaft Aktionen zivilen Ungehorsams organisiert und wir fordern den sofortigen Kohleausstieg in Deutschland. Und dazu gehören ganz viele verschiedene Gruppen und inzwischen aber auch ganz viele einzelne Leute, die alle sagen, uns ist das total wichtig und Politik und Konzerne, niemand kümmert sich um den Klimawandel. Das Rheinland ist die größte CO2-Quelle Europas. Also da gibt es in Deutschland gibt's zwei große Abbaugebiete. Das ist einmal die Lausitz und das ist einmal das Rheinland. Und das Rheinland ist riesig. Da gibt es Garzweiler, es gibt den Tagebau Inden und es gibt den Tagebau Hambach. Und das sind einfach genau die Orte, wo CO2 in die Luft geblasen wird und wo der Klimawandel direkt produziert wird. Und deswegen sagen wir als Klimagerechtigkeitsbewegung, das sind genau die Orte, wo wir hingehen müssen, um den Klimawandel aufzuhalten. Klimagerechtigkeit leitet sich eigentlich davon ab, dass der Klimawandel so ein wahnsinnig ungerechtes Phänomen ist. Und zwar sowohl in der Entstehung des Klimawandels als auch in den Folgen, die der dann zeitigt. In der Entstehung ist es so, dass der globale Norden hier mit der industriellen Revolution den Klimawandel angestoßen hat und davon wahnsinnig profitiert hat wirtschaftlich. Die Folgen tragen dann vor allem Menschen im globalen Süden, die geografisch einfach mehr von den Extremwettern, Dürren und Klimawandelfolgen, Anstieg des Meeresspiegels abbekommen als der globale Norden und sich dann aber auch aufgrund der Machtverhältnisse, die sich etabliert haben, viel weniger dagegen schützen kann. Und wir sagen halt, das ist super ungerecht und vor allem wir produzieren das hier permanent mit durch die Braunkohleverstromung und deswegen müssen wir das System ändern. Die Aktionen, die wir mit Ende Gelände machen, sind ja ganz vielfältig wirksam. Es gibt eine Wirkung auf die Leute, die direkt mitkommen, aber es gibt auch eine ganz große Wirkung auf den Diskurs in Deutschland, der um Klimawandel und um Kohle. Also, dass wenn man heute über Klimawandel spricht, man eigentlich sofort auch immer Kohleausstieg sagen muss oder sich irgendwie dazu verhalten muss, ist, glaube ich, ein Teilerfolg von Ende Gelände. Und das ist spannend für uns zu sehen, dass es tatsächlich da so eine diskursive Veränderung gab und dass sich ganz, ganz viele Leute mit unseren Zielen ja auch einfach solidarisch erklären oder die genauso sehen. Also es gibt ganz viele grüne oder linke Abgeordnete, es gibt auch ganz viele NGOs, die sagen, die Ziele sind total richtig. Ja, wenn wir die Klimaziele einhalten wollen oder wenn wir den Klimawandel einschränken wollen, dann müssen wir sofort aussteigen aus der Kohle. Und da glauben wir halt einfach, es ist total wichtig erstmal, dass wir darüber sprechen und auch in den Dialog kommen mit allen Leuten, die davon betroffen sind, aber halt in den Dialog kommen mit den Leuten, die abgebaggert werden, die im Moment fast gar keine Stimme haben und mit den Leuten, die ihre Arbeitsplätze da möglicherweise dann verlieren. Und wir glauben, es ist total wichtig, dass man jetzt bei der Kohleenergie guckt, wie so ein gerechter Übergang funktionieren kann, weil wir ja wissen, Kohle ist ein Problem, aber nicht das einzige. Automobil wird ein riesiges Thema nochmal sein, möglicherweise Flugverkehr, aber es gibt ganz viele verschiedene Sektoren, die wir umgestalten müssen. Und deswegen ist es total wichtig, dass wir jetzt eine Form von gutem Modell schaffen. Und wir glauben aber halt auch, dass dann nicht ein Akteur kommt, so wie wir, Aktion zivilen Ungehorsams macht und dann ändert sich die gesamte Gesellschaft. Sondern wir glauben, das braucht einen Prozess von Menschen, die sich zusammensetzen und überlegen, wie kann unsere Gesellschaft gerechter aussehen. Und zwar in einem globalen Maßstab, aber auch für die ganzen Leute vor Ort. Für die Leute, die abgebaggert werden und für die Leute, die möglicherweise ihren Arbeitsplatz verlieren. Und wie kriegen wir es hin, die Gesellschaft in eine gerechtere Gesellschaft zu wandeln. Das sieht immer so aus, als wäre Deutschland der Klimaweltmeister und als würden wir hier wahnsinnig voranschreiten in Klimaschutzmaßnahmen. In Realität sind wir der Braunkohleweltmeister und verbrennen hier in absoluten Zahlen die meiste Braunkohle weltweit. Dann wurde außerdem der Ausbau der Erneuerbaren massiv gedeckelt von dieser Bundesregierung. Das heißt, der ganze Ausbau, den wir eigentlich gerade bräuchten, um die Braunkohle abstellen zu können, passiert nicht mehr, weil das politisch nicht gewollt ist. Und das heißt zwar, dass diese Bundesregierung es total gut schafft, immer zu sagen, wir sind so cool mit dem Klimawandel, in Wirklichkeit aber einfach immer die gegenteiligen Maßnahmen beschließt. Und der nächste Höhepunkt dieser Inszenierung wird jetzt der Klimagipfel im November in Bonn sein. Der wird von Fiji ausgerichtet, in Bonn stattfinden. Auch da wird sich die deutsche Regierung wieder hinstellen und sagen, hier läuft doch alles schon total gut. Wir werden dann wieder in den Braunkohletagebauen sein und sagen, was hier eigentlich passiert und die Bilder von der riesigen Klimazerstörung, die da passiert, um die Welt schicken.